Ja, war das gestern jetzt nur ein Ausrutscher und jetzt kommt die Santa Claus Rally, jetzt kommt die Jahresendrally und alles ist wieder schick. Wahrscheinlich werden wir es erst heute wissen, wenn wir sehen, wie die Märkte jetzt reagieren. Die Wall Street hat ja gestern praktisch alle Verluste aufgeholt. Ich glaube, der Dow Jones war sogar positiv, allerdings der beste Index in den USA, während der DAX da nicht viel geschafft hat, doch ziemlich deutlich im Minus war. Wir sehen jetzt, dass auch der Nikkei in Asien um und bei 1% im Minus ist, also nicht so super gute Vorgaben. Leichte Erholung jetzt ab 8 Uhr auf DAX Future Basis. Wie geht es jetzt weiter? Wir wollen uns mal anschauen, was da gestern eigentlich passiert ist und ob uns das Rückschlüsse erlaubt auf das, was da kommen könnte. Wir sehen zunächst mal, ja, man spricht von einer Santa Claus Rally eigentlich in den letzten 5 Handelstagen eines Jahres und dann die ersten beiden Handelstage des nächsten Jahres. Das heißt, die Santa Claus Rally könnte eigentlich qua Definition zumindest erst am 24. Dezember beginnen, also an Weihnachten. Die Amerikaner haben ja einen halben Tag, einen verkürzten Handelstag am 24. Ich glaube, der DAX ist zu am 24. Am 31. Also an Silvester sind beide Märkte geschlossen. Und hier gibt es den Spruch in den USA, if Santa Claus should fail to call, beers may come to broad and wall. Also praktisch, wenn der Weihnachtsmann vergisst, hier zu klingeln und die Rallye damit einzuleiten, dann haben die Bären eine gute Zeit, um es mal frei zu übersetzen. Wenn wir uns mal hier die Gesamtlage derzeit anschauen, selbst wenn wir jetzt 8% fallen würden im S&P 500, dem Leitindex, dann wären wir noch knapp über den Hochs, die wir gesehen haben vor der ganzen Corona-Geschichte. Da waren wir im Hoch bei 3.396 Punkten. Also bevor dann dieser leichte Move nach unten kam im März, Februar, März, da ist es ja dann doch relativ zackig gegangen in einen Bärenmarkt mit dem Tief bei 2.200 und ein paar zerquetschten Punkten. Also wir müssten über 8% fallen, um nur das wieder zu erreichen, was vor Corona der Fall war. Das bringt so ein bisschen die ganze Absurdität auf den Punkt, bringt diese Notenbank-Rallye auf den Punkt. Nehmen wir mal an, wir würden jetzt die Notenbanken wegstreichen. Was würde dann an den Aktienmärkten bleiben? Etwas weniger darf man vermuten, aber das sind ketzerische Gedanken. Wir haben gestern aber doch einen deutlichen Anstieg der Nervosität gesehen zwischenzeitlich. Wir hatten den größten Anstieg des VIX, wohler Erwartung für die S&P 500 Aktien in den nächsten 4 Wochen, beziehungsweise deren Bepreisung, und haben gesehen, dass wir da aus diesem Abwärtstrendkanal rausgekommen sind, dann sprunghaft angestiegen sind, wie gesagt, größter Zugewinn seit 28. Oktober. Dann allerdings wieder zurückgekommen sind, also nach unten gekommen sind beim VIX, mit der Beruhigung, die sich dann da eingestellt hat in den USA. Der Dow Jones gestern mit der größten Outperformance gegenüber dem S&P 500 seit 10. November, wegen den Banken vorwiegend, Goldman Sachs, JP Morgan, die ja stark sind, seit die Fed Ende letzter Woche ja gesagt hat, ja, ihr könnt jetzt wieder eigene Aktien zurückkaufen, und bums, das passiert interessanterweise. Und wir sehen, dass auch Nike sehr stark war, 160 Punkte. Wenn man sich diesen Chart von Michael Silver mal anschaut, dann sieht man, dass der Dow Jones ziemlich genau am 5-Tages-Durchschnitt, am 5er EMA, hier wieder gehandelt hat. Wir sind erst aus dieser Formation nach unten ausgebrochen, sind dann wieder reingekommen. Was wird jetzt passieren? Wir haben hier auf der anderen Seite dann auch diesen Ausbruch im Dollarindex gesehen. Auch diese Verkeilung nach unten hin. Bums, dann ging es sehr zackig nach oben, aber auch der Dollar kam dann wieder zurück mit Beruhigung an der Wall Street. War das ein Fehlausbruch? Das wird heute geklärt werden. Schwäche des Dollars ist meistens gut für Aktienmärkte und andersrum. Wenn wir uns den Dollar mal im übergeordneten Bild anschauen, dann sehen wir eigentlich eine ähnliche Formation, wie wir das schon mal hatten, nämlich in, ich glaube, es war Juli 2018, da hatten wir eben auch eine solche abwärtsgerichtete Bewegung und da eine ähnliche, oben wie Sie hier die Indikatoren sehen, eine ähnliche positive Divergenz, und dann war das Tief erstmal erreicht. Muss diesmal nicht sein, das ist ganz klar, nichts muss sein, aber alles kann sein. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich eben gerne. Und wenn wir uns gestern mal angucken, was da passiert ist an der Wall Street im Mindesten, da sehen wir mehr oder weniger alle Sektoren im Minus, bis auf Information Technology und vor allem die Finanzwerte, die jetzt sehr, sehr gut laufen. Die Zinskurve versteigt sich tendenziell weiter. Wir haben jetzt diese Fed-Aktion, ihr könnt wieder fröhlich
eure Aktien zurückkaufen. Das ist natürlich ein Punkt, der die Finanzwerte unterstützt. Und wir hatten dann nach meinem Marktflüster noch die Meldung, dass Apple nun mit Self-Driving Car Technology operieren will. Man will also selbstfahrende Autos bauen. Nun ist das natürlich ein ziemlich ehrgeiziges Vorhaben und Apple selber wäre gar nicht dazu in der Lage, eben diese Autos selbst zu produzieren. Man braucht also einen Partner dafür. Würde tendenziell schon Sinn machen. Die Autos werden ja immer kompatibler mit Smartphones. Das geht ineinander über. Man kann mit seinem Smartphone ja schon sehr, sehr viel im Auto machen heutzutage. Dementsprechend ist das natürlich durchaus ein nicht unlogisches Schritt. Allerdings, Self-Driving ist natürlich ein riesenkomplexes Problem. Da hat man schon vor Jahren gedacht, da wären wir jetzt viel weiter, sind es aber nicht, weil wir eben vor allem grundsätzlich das Problem haben. Entweder es gibt nur noch selbstfahrende Autos oder es gibt keine selbstfahrenden Autos. Aber so eine Mischung zwischen menschlichem Fahren und selbstfahrenden Autos funktioniert nicht, weil Algorithmen nicht mit menschlichen Emotionen zurechtkommen, auf Deutsch gesagt. Die können sich nicht darauf einstellen, weil sie nicht, weil die Handlungsweisen des Menschen sind nicht planbar. Dagegen, wenn lauter Algorithmen unterwegs sind, dann wissen die, wie der andere Algorithmus programmiert ist und da passiert nichts Überraschendes. Dementsprechend müsste man menschliches Fahren mehr oder weniger verbieten, damit das eine Zukunft hat. Wir sehen jedenfalls, dass das Tesla ein bisschen geschadet hat. Oh, da wird plötzlich die 100% Marktanteilzukunft von Tesla ein bisschen in Frage gestellt. Wie gesagt, das ist ein großer Ritt für Apple. Das wird erstmal sehr, sehr viel Geld kosten und wahrscheinlich auf Jahre kein Geld bringen. Dementsprechend würde ich da nicht so euphorisch sein wie die Apple-Anhänger, die dann die Aktie nach dieser Meldung gestern noch auf ein Tageshoch gehievt haben. Und wir haben jetzt, ist es endlich passiert, dieses Stimulusprogramm ist offiziell jetzt auch verabschiedet. Zunächst das Abgeordnetenhaus in den USA und dann der Senat geht ja da um 900 Milliarden, also Kleinigkeit ist heutzutage fast schon eigentlich eine Petitesse, ne? Muss man gar nicht groß drüber sprechen. Und was interessant ist, es gibt immer mehr Friktionen, immer mehr Spaltung zwischen Sid Donald, der nach wie vor die Wahl nachträglich gewinnen will, könnte man sagen. Und hier Mitch McConnell, der eben sagt, Leute, jetzt lasst mal gut sein, die Wahl ist verloren. Das krachte zwischen den beiden. Jetzt hat das Trump-Büro eine E-Mail geschrieben an die Abgeordneten der Republikaner. Sadly, Mitch forgot he was the first one off the ship. Also er war der Erste, der das Schiff verlassen hat. Und er hat vergessen, dass sozusagen es nur mit dem Rückenwind von Trump auch für ihn möglich war in Kentucky, wo er ja Abgeordneter oder dessen Abgeordneter ist, die Wahl so zu gewinnen, sagte Trump. Du bist also ein Verräter mehr oder weniger. Und das ist wichtig insofern. Erstens ist es ein bisher ungesehenes Vorgehen von Trump gegen Mitch McConnell und es zeigt eben die beginnende Spaltung jetzt so kurz vor den Senatswahlen, diesen Nachwahlen in Georgia. Das könnte ein wichtiger Punkt werden, könnte möglicherweise dann die Republikaner vielleicht mindestens einen Sitz kosten, mit der Folge, dass dann die Demokraten im Senat 50-50 erreichen könnten, mit der Folge dann, dass man da durch die Vizepräsidentin dann die Mehrheit hätte. Also es knirscht ein bisschen, das könnte die Märkte noch beschäftigen. Beschäftigt hat gestern natürlich diese Virusmutation die Märkte. Wir haben jetzt neue Aussagen von Christian Drosten, der gestern ja eher beruhigt hatte und gesagt, ja, diese 70% größere Infektiosität dieses Virus, das sei nur mal so eine Zahl in den Raum geschmissen, könnte man gar nicht so genau sagen. Jetzt hat er sich neue Daten angeschaut zu dieser B117-Mutante, wie es offiziell heißt. Und sagt, sieht leider nicht gut aus, also scheint etwas besorgter. Positiv allerdings, dass die Fälle mit der Mutante bisher nur in Gebieten zunahmen, wo die Gesamtinzidenz hoch oder ansteigend war. Kontaktreduktion wirkt also auch gegen die Verbreitung der Mutante. Klar, wenn man keinen Kontakt mit anderen hat, kann man deren Viren nicht sich zuziehen. Das ist gar keine Frage. Ein wichtiger Punkt. Und hier danke ich nochmal explizit Luca, der mich mit Informationen aus erster Hand versorgt über mRNA-Technologie etc. etc. Also wenn du das siehst, Luca, nochmal herzlichen Dank, der mir unter anderem diesen Artikel geschickt hat. Die Frage ist mit diesen Mutationen oder mit dieser Mutation, die jetzt aktuell im Gespräch ist, was passiert mit den Leuten, die
die bereits eine Corona-Infektion hatten mit dem herkömmlichen Virus. Hier ist es nämlich so, dass in Israel offenkundig ein Mann gestorben ist, der schon mal Corona-infiziert war, dann durch eine Mutation nochmal sich angesteckt hat und dann gestorben ist. Also möglicherweise, und das ist die eine sehr wichtige Frage auch für die Märkte, denke ich, wer schon mal Corona hatte, ist dann eben nicht automatisch immun, wie man bisher gedacht hat, als es eben diese bis nicht bekannte Mutation noch nicht gegeben hat oder als die noch nicht bekannt war schlichtweg. Das könnte jetzt aber bedeuten, dass auch die bereits diejenigen, die mal infiziert waren, eben nicht mehr immun sind. Wir wissen es noch nicht, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, die durchaus zu beachten ist. Was haben wir noch? In Sachen Brexit haben wir die Situation gestern dann nochmal offenkundig, so heißt es, ein Angebot der Johnson-Regierung in Sachen Fischerei. Aber die EU sagt, nein, das reichte noch nicht. It's still a no from us. Dann aber auf der anderen Seite Johnson, den Abgeordneten des britischen Parlaments, gesagt, ja, macht euch bereit, vielleicht nochmal für eine Abstimmung in Sachen dieses Brexit-Deals, der vielleicht noch kommt in der nächsten Woche. Alles nach wie vor dasselbe Hickhack, alles nach wie vor sehr unklar. Gestern in der Pressekonferenz hatte Johnson noch gesagt, ja, ich habe kein Problem, wenn wir keinen Deal haben, ist auch schick. Vielleicht jetzt noch abschließend ein paar Worte zu der Gesamtsituation. Wir haben jetzt hier mal die 6 größten Aktien sind größer als die 372 im S&P 500. Die kleinsten Aktien im S&P 500, also größer als diese alle zusammen. Apple Nummer 1 jetzt, Microsoft, dann Amazon, dann Google, dann Facebook, dann Tesla. Und jetzt hat sich die Nummer 4 und die Nummer 5 wollen sich zusammenschließen in diesen Vorwürfen. Ihr seid doch ein Kartell, ihr habt ein Monopol. Jetzt will man hier zusammengehen. Google, Facebook agreed to team up against possible antitrust action. Also man will sich jetzt verbünden, die Nummer 4 und die Nummer 5, die sagen, komm, wir müssen doch zusammenhalten. Es ist ein Riesenproblem, diese the winner takes it all Digitalität schafft wahnsinnig Verlierer. Sie schafft riesengroße Gewinner, eben die Leute, die Firmen, die sich durchsetzen, die anderen alle. Die gehen über den Jordan, damit werden einige wenige sehr, sehr reich, aber die anderen haben ein Riesenproblem und dadurch, dass die anderen in der Mehrheit sind, wird das in einer Demokratie schwierig auszuhalten sein. Ein ganz, ganz großes Thema. Jetzt also versuchen die Monopolisten, sich zusammenzuschließen. Interessante Entwicklung. Und wir sehen abschließend dennoch gesagt, hier IPO-Frenzy dieses Jahr. Wir haben jetzt die Situation, dass das Volumen von IPOs mit Abstand so groß war wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. 435 Milliarden Dollar. Dazu zählen auch diese SPACs, diese Special Vehikel, die sozusagen nur Mäntel sind, damit dann mit diesem Firmenmantel eine andere Firma gekauft wird. Jedenfalls, und das ist für mich ein sehr wesentlicher Punkt, wir hatten ja in den letzten Jahren eine permanente Reduktion der Zahl von Aktien, eben weil die Firmen viele Buybacks gemacht haben, viele eigene Aktien zurückgekauft haben. Das ist in der Corona-Krise deutlich weniger geworden mit diesen Buybacks, weil man seine Cashbestände schonen musste. Und vor allem gab es sehr viele Ausgaben neuer Aktien. Das heißt, wir haben das erste Mal jetzt in 2020 gesehen, dass es mehr Angebot an Aktien gibt. Und normalerweise ist es ja so, wenn ein Gut sich verknappt, hat es die Tendenz, teurer zu werden. Wenn ein Gut mehr wird, dann hat es die Tendenz, also wenn das Angebot steigt, hat es die Tendenz, eher billiger zu werden. Das vielleicht nur mal ein Gedanke für das Jahr 2021. Vielleicht wird in 2021 die Wirtschaft besser laufen als die Aktienmärkte. Wäre auch eine Möglichkeit, nachdem in 2020 eben die Aktienmärkte viel besser gelaufen sind als die Wirtschaft. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen Dienstag, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao.